Gestern haben wir erfolgreich das Train-Level gespielt und fast erfolgreich das Hotel-Level. Aber da sind wir gescheitert. Ich habe keine Lust, nochmal das Hotel-Level zu machen, oder? Keine Ahnung. Ich habe Angst, dass wir da wieder getötet werden. Lass uns erstmal ins Krankenhaus gehen, okay? The hospital has been evacuated and shut down due to multiple anomalous events. For several weeks prior to the evacuation, the staff of hospital have reported surgical instruments and medicine going missing. Na, das ist ja jetzt erstmal nicht so skandalös. Na gut, das Krankenhaus wurde evakuiert und erstmal geschlossen aufgrund übernatürlicher Phänomene. Wochen vor der Schließung war es schon so, dass Mitarbeiter immer wieder vermeldet haben, dass chirurgische Instrumente und Medizin abhanden gekommen sind. Ja gut, kann ja auch jemand geklaut haben. Muss jetzt nicht unbedingt bedeuten, dass hier Geister am Werk waren. What was first believed to be a case of kleptomania turned out to be the beginning of a Class 7 anomalous event. Also die Leute haben auch gedacht, dass das erstmal nur Diebstahl wäre. Aber das Ganze stellte sich dann als Klassifizierung 7 heraus. Das Anomalie-Level hat Stufe 7 erreicht. Das ist wahrscheinlich ziemlich hoch, Chat. Days before the evacuation and shutdown, patients with no prior mental illnesses were reported to show signs of extreme paranoia and schizophrenia. Okay. Patienten, bei denen vorher keine geistigen Krankheiten festgestellt worden waren, haben kurz vor der Evakuierung Anzeichen einer extremen Paranoia und Schizophrenie gezeigt. The body of the head doctor was found in one of the operating rooms 5 hours before the evacuation. According to the first responders, the body was torn to shreds. Oh, scheiße. Und ein Doktor ist verstorben kurz vor der Evakuierung. Der wurde in Stücke gerissen. Also vielleicht doch irgendwas Übernatürliches. Na gut. Eine Kamera, 2 Kameras, 3 Kameras, 4 Kameras, 5 Kameras, 6 Kameras, 6 Kameras. Flameus, danke für die 40 Monate, hallo. Okay. Chat, I don't know. Hier steht viel Krimskrams rum. Ein Rollstuhl, Feuerlöscher, Morgue und Isolation Ward. Mhm. Ein Bild. Ein Becher. Ich glaube, das wird schwierig. Boah, das wird schwer. Wir haben 3 Pflanzen hier in der Lobby. Eine links, eine rechts, eine hinten. Wir haben jede Menge Bilder. Einen Soda-Automaten. Ich kann mich an diesem Spiel echt nicht satt sehen. Es ist schön, dass man als Zuschauer und Zuschauerin eben auch mitmachen kann, richtig, ne? Hey, Black Flash. Das ist einmal Observation Duty. Unsere Aufgabe ist es, Veränderungen in der Umgebung wahrzunehmen, wie zum Beispiel hier, diese schattenhafte Gestalt. Und diese Veränderung müssen wir dann benennen. Wenn uns zu viele Veränderungen entgehen und wir die nicht bemerken, gehen wir Game Over. Diese Anomalien können sein, so eine schattenhafte Gestalt wie hier. Anomalien können aber auch daraus bestehen, dass zum Beispiel hier ein Stuhl verschwindet oder hier die Papiere plötzlich weg sind. Items können also abhanden kommen. Es können aber auch neue Items hinzukommen. Könnte sein, dass hier plötzlich ein dritter Sessel steht, ein dritter Stuhl oder ein zweiter Hocker hier an dem Schreibtisch. Könnte sein, dass irgendwelche Blutpfützen hier den Abfluss runterlaufen plötzlich und wir das reporten müssen.
dass Bilder sich verändern. Auf all diese Veränderungen müssen wir Acht geben und unsere Umgebung so gut wie möglich einprägen. Und diese Veränderung dann eben zeitig benennen. Denn wenn sich zu viele Anomalien anhäufen, dann gehen die Geister uns an den Kragen. Schreit, wenn ihr was seht. Ich habe keine Ahnung. So viel Krimskrams, der rumsteht. Ich habe kein gutes Gefühl bisher. Da war jemand am Fenster? No way. Hier? Na, ah. Hier schwebt ein Becherchen. Pflanzen sind noch da, wo sie sein sollen. Ist da nicht ein Schatten auf dem Boden? Wo denn? Links unten seht ihr immer den Namen der jeweiligen Kamera, also welcher Bereich von der jeweiligen Kamera überwacht wird. Wenn ihr also irgendwo eine Veränderung seht, Patient Ward zum Beispiel in diesem Zimmer sagt, hey, Patient Ward, der Fernseher oder so. Im Büro. War hier das Licht schon immer an? Wir können Dinge auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen reporten. Entweder indem wir eben sie direkt anklicken, die Sachen. Oder aber indem wir, das ist eine zweite Möglichkeit, hier so ein Formular öffnen. Das sind die unterschiedlichen Dinge, die vorkommen können. Abyss ist ein Abgrund, so ein schwarzes Nichts, das sich auftut und immer größer wird. Dass eine Kamera eine Fehlfunktion hat, dass das Kamerabild verzerrt wird, Geister, Steam und Smoke, dass Nebel auftaucht oder eben, dass die Lichter verrückt spielen. Hier stimmt irgendwas mit dem Licht nicht. Wenn das nicht funktioniert, dann machen wir es über den Rechtsklick. Lights Impatient Ward. Das flimmert so komisch. Nicht zu viel labern, mehr reporten. Ja, okay, sorry. Okay. So, irgendwie, ne, das Lichtspannen war so ein bisschen am Rumspinnen. Das haben wir jetzt in Ordnung gebracht. Ich glaube, das Ding sollte nicht brennen. Das melden wir auch direkt. Das mit den Lichtern habt ihr seit 2 Minuten gesagt? Na. Sieht er den Schatten im Büro nicht oder bin ich blöd?
Wovon redest du? Schatten im Büro? Hier, guck mal. Das könnte jetzt... Ich weiß nicht, ob es der Abgrund ist. Wahrscheinlich eher Smoke. Als ob es da hinten brennt. Schatten im Büro. Das hier meint ihr mit Büro, right? Was für ein Schatten? Wovon redet ihr? Hier oder was? Dass das aussieht wie ein Mensch? Na, ah. Hier fehlen zwei Stühle. Die habe ich mir gemerkt. Glaube ich. Gut, oder? Ha? Mhm. Kann ich die Gestalt hier nicht mehr wegsehen? Das ist irgendwie weird. Es gibt bestimmt eine gute Erklärung dafür, dass das so komisch aussieht. Die Poster können sich auch jederzeit verändern. Momentan steht hier, ne, sich dehnen und strecken ist wichtig. Später könnte an der Stelle aber eben auch stehen, sterben ist wichtig. Seine Seele verkaufen ist wichtig. Irgendwie sowas. Hier hat sich noch gar nichts geändert, oder? Rollstuhl, Tisch, Feuerlöscher. Das war's. Reportet doch den Geist im Büro? Da ist kein Geist im Büro. Das hier wird nichts verschwinden. Das ist kein Geist. Der Geist im Büro zu reporten hat nicht funktioniert. Licht am PC. Im Büro der PC ganz rechts, der darf Licht haben hier. Das ist okay. Irgendwas entgeht uns. Hier hinten hat sich was verändert. Der Korridor war etwas länger, oder? Ob der Klodeckel die ganze Zeit schwarz war? Jesus.
gucken. Klodeckel scheint in Ordnung zu sein. Hier oben, die Schilder werden sich bestimmt noch verändern. Der Feuerlöscher kommt bestimmt auch noch weg. Das Bild hat sich geändert. Vorher stand hier, hey, dehnen ist wichtig. Streck dich mal zwischendurch. Zu einfach. Gleich ist Halbzeit. Bis 6 Uhr müssen wir durchhalten. Gleich stirbt er wieder an einer Geisterfrau? Hoffentlich nicht. Wir sterben an einem Geisterbaby! Okay. Der Vorhang im Bad? Wie das der nicht so zur Seite gezogen war, oder was? Scheint okay zu sein. Feuerlöscher da, Rollstuhl da, Tisch ist da. Schilder sind unverändert. Hallöchen. Hey Neptun, danke schön für den 8. Monat. Hoffe, dir geht's gut. Hallo. Moin Froschmädchen. Beim Bett die Schublade im Untersuchungszimmer. Beim Bett? Das ist das Untersuchungszimmer. Beim Bett die Schublade. Das Ding, das mit dem Monitor verbunden ist, oder was? Oder hier drüben beim Waschbecken. Welche Schublade? Jesus, danke für den 39. Hallo. Chat, wovon redet ihr? Das ist die... Okay, einmalig bekommt man eine Warnung, okay? Wenn man seinen Job nicht gut genug macht und... Ist er drunk? Wovon redet ihr, Chat? Was? Blind Town? Unter dem Bett? Oh. Wieso sind da... Ne, das soll anscheinend so. I don't know, Bro. Chat, seid ihr doof? Ich wusste, dass das so gehört. Oh, oh, Blut. Jedenfalls haben wir die einmalige Warnung jetzt gerade abbekommen. Wenn wir jetzt nicht Zahn zulegen und die Anomalien vernichten, dann gehen wir Game Over. Und wir müssen nochmal neu starten, Chat. Also, reißt euch zusammen. Konzentration. International... National Plague Day? Das ist doch der nationale Doktortag. Der Ärztetag, Junge.
Das wurde verändert. Okay. Als Schwimmerin wird man oft geblendet vom Licht. Da ist alles nochmal dunkler. Neha, danke für den 29. Monat. Hallo. Jetzt stört mich das mit der Schublade aber auch, ey. Wir haben es aber abgecheckt. Eigentlich dürfte da nichts sein. Chat, let's go. Fällt euch irgendwas auf? Die Zeitschriften, sind die anders? Hier, das Bild, guck mal. Hier war doch vorher keine Visage, Chat. Das Gemälde wurde verändert. Wir scrollen schon mal... Naja, warte. Gut, sehr gut. Sieht in Ordnung aus. Kaffeebecher ist da, Pflanzen sind da, Fernseher ist da. Ja. War schon immer dieser Monitor-Chat? War er nicht. You're welcome. Mir entgeht so schnell nichts. Dip, 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 dip. Jetzt seid ihr aber auch mal wieder dran, ne? Fenster bei den PCs sind offen. Die Dinger, die waren doch schon immer offen, ne? Das ist okay. Das, ich glaube, das war schon so. Hier ist was mit der Kamera verkehrt. Verzerrung in Examination. Ein Stuhl im Office, der andersrum sein sollte. Warte. Home Sweet Home. Die Schilder wurden verändert. Noch 2 Stunden durchhalten. War das hier schon immer so? Die Pflanzen sind weg. Im Untersuchungsraum links vom Bett glitzert etwas auf dem Abstelltisch. Untersuchungsraum. Glitzer links. Bruder. Sieht hier alles in Ordnung aus? Der Wasserhahn? Die Wand im Patient Room. Die Tür darf nicht offen sein. Was ist mit der Wand im Patient Room? Die sieht doch okay aus, oder? Der Wasserhahn ist zu groß im WC. Bro. Bitte sollte der Wasserhahn zu groß sein. Never. 10 Subs, wenn das stimmt. Gott sei Dank. Hier ist wieder eine Visage in den Bildern versteckt. Die Spülung ist weit weg vom Klo. Chat. Ich glaube, ihr werdet paranoid. Hallo, wer glotzt denn da? Okay. Bild im Patientenzimmer.
Das Bild ist in Ordnung. Wasserhahn im WC? Nein, nein, nein. Was habt ihr mit dem Wasserhahn? Chat, ihr dreht durch. Sorry, aber... Ihr dreht durch. Der Hocker sollte rechts sein. Hier. Der Duschhahn? Chat ist... Okay. Nicht vom Waschbecken, sondern von der Dusche. Okay, von mir aus gucken wir das auch noch an. Aber was soll denn hiermit verkehrt sein, Digga? Das ist ein ganz normaler... Ja, alles in Ordnung. Seht ihr? Ihr dreht durch. Ihr seid nervös. Ihr seid viel zu nervös. In der Dusche hängt der Toilettenspüler. What the fuck, dude? Was für ein Toilettenspüler, Diggi? Hier ist einfach der Knopf oben auf dem Spülkasten. Was wollt ihr mit Toilettenspüler? Wenn noch einer von euch irgendwas über die Toilette sagt, dann gibt es Timeouts, Alter. Der Feuerlöscher ist umgedreht. Noch eine Stunde, oder? Die letzte Stunde, Chat. Let's go, come on. Direkt first try, das wäre super. Lass dich nicht nervös machen von der Melodie. Von den Soundeffekten. Bleibt ganz ruhig. Lasst den Blick über die Umgebung schweifen und bleibt konzentriert. Das ist der Abgrund. Der kann uns one-shotten, by the way. Wenn wir den Abgrund zu spät bemerken und der die Kamera erreicht, sind wir Game Over, selbst wenn das die einzige Anomalie ist, die gerade ihr Unwesen treibt. Sir, das Krankenhaus ist geschlossen. Oh mein Gott, diese riesigen, sexy Pobacken. Aber im Ernst, Sie müssen hier raus. Das Krankenhaus wurde vor ein paar Wochen evakuiert. Ob das der Ananasmann war? Maybe. Bro, wie du killst mich. Bro, please don't kill me. Okay, manche Erscheinungen können einen einfach würgen und umbringen. Wäre schade, wenn das kurz vorm Ziel passiert. Noch ein bisschen mehr als eine halbe Stunde, Chat. Noch ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. War das Bild schon immer so? Sieht irgendwie komisch aus. Hier ist eine amerikanische Flagge, die gehört da nicht hin. Der Hocker im Behandlungszimmer. Ho. Der ist in Ordnung hier. Der soll da sein. Noch 26, 25 Minuten. Unnötiges Zeug anklicken ist okay. Ist unsere
Unser Report-System ist dann halt nur auf... Hier fehlt doch was. Der Rollstuhl müsste weiter nach links. Gamerfreak, Dankeschön fürs Verlängern deines Abos. Wir haben es, oder? Noch 18 Minuten. Wir sind kurz davor. Wäre trotzdem gut, wenn wir noch eine Sache finden würden, um sicher zu gehen, dass... Nur eine Sache, Chat. Wäre schon gut. Nice. Acht Minuten. Die Waage steht so ein bisschen schräger, ja, das ist okay. Wir haben es, oder? Chat, first try, gute Arbeit, was los? 30 Anomalien haben wir benannt und entfernt, gute Arbeit. Ah. Okay, Train haben wir, Hospital haben wir, Hotel haben wir gestern zwei miteinander versagt. Das wird vielleicht das große Finale heute. Das können wir schlecht auf uns sitzen lassen. Aber für den Moment gehen wir weiter Richtung Universität. The university has called an early end to the school year due to reports of anomalous events. Okay, the students reported multiple cases of missing laptops, notebooks and miscellaneous belongings. Yes, yes, yes. Also auch hier wurde die Schule erstmal geschlossen. Die Studenten haben uns mitgeteilt, dass eben Laptops, Notebooks und alle möglichen anderen Habseligkeiten abhanden gekommen sind. During one of the classes, a silhouette of a guy... Gigantic man was seen at the back of the class by the lecturer. Okay. Während des Unterrichts hat der Dozent am Ende des Klassenzimmers die Silhouette eines gigantischen Mannes gesehen. One of the students reported hearing strange noises coming from the main building's roof during one late night study session. Eine der Studenten hat merkwürdige Geräusche gehört, die vom Dach des Hauptgebäudes hervorzudringen schienen, als er abends noch am Lernen gewesen ist in der Uni. The body of a student was found on university grounds, causing the blah 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 university to finally act on reports. Initial examination seems to suggest the body was first surgically opened and then violently drilled with what appears to be an industrial hand drill. What the fuck? Der Leichnam eines Studenten wurde auf dem Campusgelände gefunden. Das hat schlussendlich dazu geführt, dass die Universität ihre Pforten geschlossen hat und diese ganzen Meldungen plötzlich anfingen ernst zu nehmen. Der Leichnam wurde chirurgisch geöffnet und daraufhin hat man einen Handbohrer genommen und in den Körper hineingebohrt. Okay, gigantisch großer Mann und eine Leiche, die kaputt gebohrt wurde. Eine Kamera, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs Kameras.
Hast du das nicht schon mal gespielt? Wir haben, also das hier ist der Teil 6, ne? Das ist einmal Observation Duty Teil 6. Die anderen 5 haben wir gespielt und auch Games, die ähnlich aufgebaut sind. 3 Bilder, okay. Eine Vitrine, 2 Pokale, ein Teller und weiß nicht, was das ist. Ein Oscar. Getränkeautomat. 2 Monitore, die aktiv sind. Cooles Wappen hier auf dem Teppich. Ach, das ist ein cooler Hörsaal. Nice. Hier sind so viele Taschen, Chat. Wenn hier eine Tasche wegkommt, wie will uns das auffallen? Das ist ja giga cringe. 1, 2, 3, 4, 5. 5 auf der rechten Seite. Aber es sind auch nur die Taschen, da sind ja noch Papiere und Notebooks und so dazwischen. Boah. Okay. Wir gehen erstmal weiter. Okay. Drei Parkbänke. Sechs Laternen. Zwei Handtaschen, zwei Notebooks. Zwei Aktenkoffer. I don't know. Okay, Chat. Ich bin gespannt. Mal gucken, wie es läuft. War die Tür schon immer offen? Scheinbar. Das Schild? Das hier, das sieht okay aus, oder? Das rechte Bild, das hier. Hat er vorher anders geguckt? Sieht okay aus. Ach, das ist der Projektor, ne? Habe ich jetzt erst gecheckt. Okay. Was stimmt hier mit den Bänken nicht? Rafe, danke für die 26 Monate. Kuss geht raus. Hey, keine Ahnung. Also hier bin ich überfragt, Chat. Wenn hier sich irgendwas verändert hat, dann vertraut nicht darauf, dass mir das auffällt. Oh. Luca, danke für die 50 Monate. Hallo. TWNL, TWNL, 45 Monate schon und ganz viel Liebe, TWN Wiggle, TWN Wiggle. Vielen Dank für den Support, hallo. Dem Automaten? Warte. Hier, diese Garderobe, das ist okay. Die gehört dahin. Keine Ahnung, Chat. War das schon immer ein Ventilator? Sieht irgendwie exotisch aus.
scheinbar. Ist die Tür offen? Aber das deckt sich mit dem, was wir im Main Building gesehen haben, im Eingangsbereich. Das soll wohl so sein. Die Uhrzeit im Park? Ich glaube, die Uhr läuft ganz normal mit unserer Standardzeit mit. Das ist die Warnung dafür, dass wir zu viel übersehen haben. Wartet. Das hier ist falsch. Hier müsste eine dritte Reihe mit Tisch sein, oder? Genau. Hier war der Stuhl war so halb drunter. Das hatte ich mir gemerkt. Okay. Bild rechts, die Hand? Die war schon so. Das ist okay. Ein Pokal zu viel in der Vitrine. Dem gehen wir gleich auf die Schliche. Wenn wir vorher nicht Game Over gehen. Nee, ist okay. Zwei von denen, eins davon. Warte mal. Nee, das ist okay. Ich habe überlegt, ob die vertauscht sind, aber das hat seine Richtigkeit, meine ich. Das ist okay. Die PCs sind an? Die sollen an sein. Das ist okay. Das hier ist nicht in Ordnung. Das Licht... Chat, die Universität ist schwer. Wir haben nur zwei Anomalien gefixt. Shut up. Nochmal. Okay. Prägt euch alles ein. Wir gehen nochmal schnell durch, bevor sich was verändert. Gerade hier zum Beispiel. Das zweite Pult war weg, glaube ich, oder? Das Lehrerpult? Schnauze. Da ist ein Tisch mehr. Hier oder was? 2, 4, 6, 8. Hat dir vorher eine Reihe gefehlt? Das ist mir nicht aufgefallen. Shit. So, und was ist hiermit? So viele Reagenzgläser. Drei Glasbehälter hier hinten. Monitor mit PC. Einer der Tische hatte gefehlt. Ah, okay. Baum weg? Oder war eben einer zu viel? Hier draußen? Wo war ein zweiter Baum? Ein Pokal zu viel? Nee. Pokale sind okay. Waren die Blumen hier schon immer da? Nee. Okay. Es hat begonnen. Wenn ihr ein bisschen mehr musikalische Untermalung haben möchtet, sagt Bescheid.
Papiere auf dem Tisch in der Bibliothek. Okay, welcher Tisch? Haha. I don't know, man. Hier sind so viele. Was ist das hier? Sieht komisch aus. Als ob hier einer Computer vor der Nase hat. Daisy, danke für die 2 ganzen Jahre. Hallo. Ich weg mit der Werbung. Danke für deine tollen Streams und die tolle Unterhaltung TWN, HTWN, HTWN. Ich hab zu danken, dass ihr mich hier aushaltet. Dankeschön für 24 Monate. Hi. I don't know, Chat. Sieht okay aus? Der Stuhl schräg? Bro, was meinst du mit der Stuhl? Hier sind 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Hier sind 16 Stühle. Mini-Dre, Dankeschön für den Prime-Sub. Hofft ihr, mir hat's gefallen dir. Hallo. Fuck. I don't know. Ich glaube, wir haben zu lange wieder nichts benannt. Oh. Ich liebe solche Dinger, die sind zu easy. Ha, ha, ha. Bleibt konzentriert mit mir, okay? Wir schaffen das. Eine Laterne zu viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, es waren 6. 6 ist in Ordnung. Auf dem Tisch war etwas zu viel. Wartet, welcher Tisch, Chat? Hey, Sandman. Bibliothek. 2 Tisch von unten rechts ist zu viel. Der zweite Tisch von unten, der hier, der ist irgendwas zu viel. I don't know, dude. Scheint okay zu sein. Das ist so schwer. So schwer, dude. Hier hat sich der Hintergrund verändert. Dachtest du an 5 Laternen? Keine Ahnung. Ist eine zu viel? Sechs Laternen, 3 Bänke. Ist hier irgendein Lichtschalter dazugekommen, der nicht dahin gehört? Oder die Steckdosenleiste? Bilder sind unverändert, Pokale sind in Ordnung, Monitore sind an. 3 Sessel um den Tisch herum ist okay.
Getränkautomat ist da, Garderobe ist da. Hier spielt das Licht verrückt. Okay. Kopf der Statue? Wir gucken mal. Der Wasserhahn, mittlerer Tisch. Kopf der Statue ist in Ordnung. Wasserhahn am mittleren Tisch. Einer dieser Wasserhähne? Das, oder meinst du das Riesenreagenzglas hier? Scheint okay zu sein. Ist im Labor rechts im Fenster ein Gesicht? Wir gucken sofort. Nee. Nee. I don't know, Chat. Hier fehlt ein Tisch. Lobby, der Schilderbaum. Moment. Der Schilderbaum ist in Ordnung. In der Tat sieht der ganze Raum in Ordnung aus. Library, linke Tischreihe, zweiter CPN unten. Der Laptop hier, der ist in Ordnung. Solange der lila leuchtet, ist er in Ordnung. Der soll so aussehen. Das ist okay. Warum verändert sich hier auch nichts? Laptop, Tasche, Tasche. Da ist ein abgetrennter Kopf. Hallo. Pfötchen, danke für die 9 Monate. Hi, guten Abend. Ich meine, momentan halten wir durch. Bald ist Halbzeit. Fühlt sich aber wackelig an. Fühlt sich sehr wackelig an. Was sind das hier für Flaschen, Chat? Hier waren doch nicht 10 verschiedene Bierflaschen, oder? Überlass das mir, Chat, überlass das mir, als ob da Studenten hinkommen und eine ganze Party schmeißen im Auditorium, Digga. Als ob da 20 Bierflaschen stünden. Das war zu auffällig. Okay. Der Denker denkt. 3 Bänke. 6 Laternen. Skelett lächelt. Alles so, wie es sein soll. What's this? Gumpfers? Keine Ahnung, was da steht. Weg damit. Du hast nicht studiert, oder? Bis zum 4. Semester. Und dann habe ich angefangen zu streamen.
War es hier oben schon immer so dunkel, Chat? Sieht irgendwie dunkel aus. Warum sticht mir das jetzt erst ins Auge? Diese Dunkelheit da oben. Normal? Und dann kommt die Bier im Hörsaal komisch vor. Also bei uns hat niemand Bier im Hörsaal getrunken. Jedenfalls nicht, dass ich das bemerkt hätte. Entschuldigung. Huh. Errungenschaft freigeschaltet. Triff den Doktor. Der Uhrzeiger draußen im Hof, das ist in Ordnung, dass er sich bewegt. Das ist nur eine Uhr, die ganz normal ihre Arbeit macht. Das ist nicht weiter wild. Sieht so hell aus. War es schon immer so hell? Warum ist es so grell? Sieht irgendwo. So. Normal? Was ist denn los? Animo, danke für die 36 Monate. Danke für die 3 ganzen Jahre. Hallo. Ich hoffe, dir geht's gut. Drei so Dinge. Eins, eins. Hocker sind aus. Bilder sind okay. Pokale sind okay. Sessel sind okay. Halbzeit. Wenn wir es jetzt nochmal so lange durchhalten, dann haben wir die Universität abgeschlossen. Wofür ich sehr dankbar wäre. Sleepy, danke für den 7. Monat. Hoffe, dir geht's gut. Dankeschön. Lobby, linkes Bild. Dass die Frau verändert aussieht. Na, ah. Wait, ein zweiter Baum. Ein zweites Skelett? 3 Skelette? Muss ich den mit entfernen oder geht der automatisch? Okay. Oh, also jetzt sieht das definitiv anders aus. Ein Gesicht hatte sie schon. Ein Wegweiser zu viel in der Lobby. Chat, wo ist denn der Wegweiser zu viel? Es ist doch nur das Ding hier. Wo seht ihr noch einen zweiten Wegweiser? Für mich sieht der Rest in Ordnung aus. Das mit dem Doktor gerade erklärt die Geschichte mit dem aufgeschnittenen Schüler. Oh ja, mit dem Bohrinstrument, ne? Hm. Stimmt. Brauner Tisch hinten. Die Uhr ging rückwärts? Oh. Chat, so smart. Gut gesehen. Das ist bestimmt eine Anomalie. Gut gesehen. Sehr gut gesehen. Immer noch 3 Bänke, immer noch 6 Laternen. Statue hat sich bisher nicht verändert. War das schon immer die Tasche neben dem Laptop?
Okay. Da ist ein Bein in der Vitrine. Hat bestimmt jemandem mit Sportstipendium gehört. Ein gutes Bein. Das Bein eines Sportlers. Ich habe das Gefühl, die Tür öffnet sich Stück für Stück immer weiter, ne? Ah. Was ist das hier? War das schon immer so? Was ist hier? Warum ist da. Das ist doch Quatsch. Warum ist hier ein. Warte mal. Nein, das gehört so. Mein Fehler. Okay. Guck mal, wen haben wir denn da? Okay, noch 2 Stunden. Ich glaube, das schaffen wir. Und die Warnung war bisher noch nicht da. Das heißt, wir haben diesen Puffer, dass uns einmal Bescheid gesagt. Hallo. Wir haben diesen Puffer, ne? Uns wird einmal Bescheid gesagt, kurz bevor wir Game Over gehen, um nochmal richtig Gas geben zu können. Ich habe ein gutes Gefühl. Chat, wir machen das gut. Das große Glas am mittleren Labortisch. What? Das hier? Das ist okay. Das darf da sein. Guck. Hier wurden ungefähr 20 Rucksäcke und Notizblätter geklaut. Rechts fehlt ganz viel, ja, genau. The fuck? Ist der nackig? Das sind seine Arschbacken, oder? Er ist runtergefallen. Das würde mir passieren, wenn ich so Spider-Man-Fähigkeiten hätte. Ich würde versuchen, wie im Film, mich so von Gebäude zu schwingen und würde dann halt einfach irgendwo aufklatschen und wäre RIP. Unangenehm, armer Kerl. Aber ich wäre angezogen dabei. Immerhin etwas. Der Tisch ist wieder weg. Ich werde nicht. Nein, ich würde nicht nackt durch die Stadt. Nein. Chat, angenommen. Chat, oh mein Gott. Was, wenn ihr Spider-Man-Fähigkeiten hättet, aber eure Spinnenweben kämen nicht hier wie bei Spider-Man? So aus dem Unterarm, sondern aus dem Arsch. Wie bei einer Spinne.
Würdet ihr eure Superheldenfähigkeit trotzdem benutzen, auch wenn eure Spinnenseite aus dem Arsch käme? Ihr müsstet halt immer blank gezogen euch durch die Stadt schwingen und es wäre halt nicht so cool wie bei Spider-Man, sondern es würde halt ein bisschen doof aussehen. Nee? Du würdest auf deine Fähigkeit verzichten? Nur weil es ein bisschen peinlich ist? Es gibt arschfreie Schlüppis? Ja, aber dann musst du ja dann auch ein Loch in die Jeans machen. Es gibt Unterwäsche, wo der Popo frei liegt. Ja, aber du ziehst doch wohl trotzdem eine Hose drüber an, sonst, wo ist der Witz? Was passiert, wenn man groß muss? Ja, weiß ich nicht. Dann kommt halt statt Spinnenseide, Spinnenweben, kommt dann ein Häufchen raus. Geht schon. Boah. Spider-Man. Aber anders. Dann wird das mit dem Furzen relativ unangenehm. D. Dankeschön, Kendall, für die 43 Monate. Ich sehe keine weiteren schattenhaften Gestalten. Laptop ist noch da, Ventilator ist da. Anzahl der Tische ist korrekt. Der Typ guckt dahin, wo er soll. 3 Bänke, 6 Laternen. Uhr geht nicht mehr rückwärts. 2 Taschen, zweimal Laptop plus Aktenkoffer. Sieht okay aus. 3 große Gefäße her, ein großes da. Sieht okay aus. Hocker sehen okay aus. Warum fällt uns nichts auf? Waren wir einfach sehr schnell? Und die Anomalien müssen erst wieder hinterhersetzen? Irgendwas übersehen wir. Eine Kamera fehlt? Auf welche Kamera haben wir keinen Zugriff? Die Lobby? Chat, gut gesehen. Sehr gut. Ja, oh mein Gott. Das fällt mir nie auf, wenn mir eine Kamera weggenommen wird. Gute Arbeit. Mal gucken, ob sich da noch irgendwas verändert hat. Bilder sind okay. Sieht alles okay aus. 5 Jahre und kein Ende in Sicht. TWNH, danke für die wirklich tollen Stunden. Hey, ich hab zu danken. Kira, vielen Dank für 60 Monate. Wow, danke. Dankeschön für die 5 ganzen Jahre, die du uns hier schon erträgst. Hoffe, dir geht's gut. Dankeschön. Danke auch Frappel für die 28 Monate. Vielen Dank, ihr Lieben. Mei. Okay. Auch okay. Mhm. Zu viele Bänke. Chat, gleich beginnt die letzte Stunde. Und die Meldung kam bisher noch nicht. Das ist gut. Die letzte Stunde. Hey, das freut mich, Kira. Das Licht spielt hier verrückt. Lights in der Library. Okay. Lobby Wegweiser, da sind 2 Schilder vertauscht. Tja. Das glaube ich aber nicht. Na, ist hier nichts vertauscht. Courtyard Laboratory. Ja, das ist gut. Ich weiß nicht, was ihr für einen Hass auf den Wegweiser schiebt, aber... Der macht seine Sache so, wie er soll. Da oben ist was.
Bitte töte mich nicht. Noch 40 Minuten. Hier fehlt ein Sessel. Im Labor fehlt ein großes Glas. Moment. 1, 2, 3, 1, 2. Nee, die großen Gläser sind alle da, wo sie sein sollen. Hier fehlt nichts. Jedenfalls kein großes Glas. Die Tafel ist bekritzelt. Letzte halbe Stunde. Hat das Labor eine neue Wand? Eine neue Wand. Weiß nicht. Damit hast du mich jetzt auch dran gekriegt. Keine Ahnung, ob das vorher auch schon so in diesem Stein-Look gewesen ist. Scheinbar schon. Easy, oder? Wir haben's. Noch eine Viertelstunde. Distortion? Irgendwas stimmt mit der Kamera nicht. Boah, oder ich bin trippy. Nee, irgendwas war mit der Perspektive. War in der Lobby schon immer ein Schatten? Welcher Schatten sieht verdächtig aus für dich? Wir haben's. We did it! Good Arbeit! Easy! Hallo Mara, guten Abend. Boah, aber kostet schon Konzentration, oder? Da auf jedes Detail zu achten? Also, das Game ist eigentlich entspannt, aber irgendwie schlaucht es auch so ein bisschen, voll konzentriert dabei zu bleiben. Okay. Noch zwei Maps, die wir bisher gar nicht hatten. Summer Cottage und Pool. Und dann noch eine dritte, die wir schon zweimal angespielt hatten, wo wir aber beide Male, oder haben wir sogar dreimal angespielt? I don't know, aber wir sind halt immer wieder gestorben im Hotel. Das müssen wir auch noch fertig kriegen. Vor allem bei so riesigen Räumen ist es echt schwer, sich alles zu merken. Ja, ja. Chat, meinte nicht irgendeiner von euch, dass im neuesten Observation Duty die gleiche Mechanik Anwendung findet, die wir in einem anderen Game schon hatten, wo man mit der Taschenlampe selber rumleuchten muss, um Veränderungen zu sehen? Weil man komplett im Dunkeln tappt.
One can switch between cameras with VASD or the arrow keys. No, it's okay. Na gut. Summer Cottage. Our international branch has received reports of anomalous events happening in a remote summer cottage in northern Finland. Numerous instances of object replacement and extra objects were reported by the owner. They originally thought their wife had been bringing old junk to the cottage, but later realized that the objects appearing were of anomalous origin. Okay. Das war gut. Also irgendwie wurden laute Objekte miteinander vertauscht und das sind ein Haufen, ganz, ganz viele Objekte sind irgendwie neu dazugekommen hier in der, in dem Areal. Zuerst dachte man, dass die Frau des Besitzers da irgendwie lauter alte Sachen mitgebracht hat und die dann überall verteilt hätte. Aber stellte sich heraus, nein, die Frau war dafür nicht verantwortlich, sondern eben diese übernatürlichen Phänomene, diese Anomalien haben hier dafür gesorgt, dass viel mehr Gegenstände angehäuft wurden, als hier eigentlich hingehören. The owner of the cottage says they witnessed a large, messy and wir haben diese große Gestalt gar nicht gesehen. Es hieß, es gäbe eine richtig große, massive Gigantogestalt in der Universität. Die haben wir nicht gesehen. Den Doktor haben wir zu Gesicht bekommen. Eine kleine, schmale Schattengestalt und irgendeine untote Frau auf dem Dach, aber keinen Muskelmann, den ich jetzt erwartet hätte. Svetschke, danke für den Raid. Hoffe, ihr habt einen schönen Stream gehabt. Hallo. They witnessed a large, messy and extremely malodorous man emerging from the woods to chop wood in their yard. What the fuck? Der Besitzer hat erwähnt, dass er eine große, dass er einen großen, zerzausten Mann dabei beobachtet hätte, wie er aus dem Wald heraus den Garten betreten hätte, um hier Feuerholz zu hacken. The owner's wife recalled moments when they were sitting by the sauna, and could swear that they saw a humanoid-looking creature in the water. Okay. Außerdem hat die Frau des Besitzers eine menschenähnliche Kreatur im Wasser gesehen, während sie selbst in der Sauna gesessen hat. Okay. Klingt jetzt erstmal nicht so schlimm, oder? Eine Kamera. 2, 3, 4, 5, 6. 6 Kameras wieder. Dartscheibe. 2 Liegestühle. Auto. Schaukel. Briefkasten. Und ein Scheinwerfer hier oben dran. Eine Pflanze, Medikamente, Zeitschriften, Sessel, Lampe, Fernseher. Bildblume. 2 Pflanzen im Zimmer. Boah, jetzt habe ich auch Bock auf Cerealien hier. Boah, lecker, lecker, lecker. Okay, wir haben 4 Stühle, 1 Teller, eine Packung Cerealien. Wir haben lauter Gemüse auf der Küchentheke, ein Nudelholz, Blumen, Pfeffermühle, Knoblauch, Mikrowelle, ein Schneidebrett über dem Kamin. Gehen wir weiter? Fünf Stühle, Gummistiefel, ein Grill und ein Vogelhaus. Und wir sehen ein Ruderboot zwischen den Bäumen. Relativ unscheinbar, aber es ist da. Kettensäge. Oh, Feuerholz. Oh, Leiter. Mhm. Schaufel und Eimer. Check. Klohäuschen. Okay. Mit so einer kleinen Lampe dran. Das Ruderboot von eben. Sense. Bank, Bank, Liegestuhl, Liegestuhl.
Okay, Chat. Ich hoffe, ihr seid bereit. Let's go, let's go. Die Sense an der Wand macht mir Sorgen. Die war cool. Ist okay, oder? Ich glaube, die Axt war vorhin noch nicht in der Tür drin. Scheiße. Gut, dass die Besitzer ausgeflogen sind und uns hier das Feld überlassen haben. Das scheinen ein paar sehr aggressive Anomalien zu sein. Kaum auszudenken, was passiert wäre, wenn sie die Gefahr nicht ernst genommen hätten. Ja. Vielleicht ist das nur der Besitzer, der sein Auto repariert, aber wir haben der Familie gesagt, sie sollen hier gefälligst fernbleiben. Okay. War das Bett schon immer messy? Bestimmt. Okay. Ja, war's? Okay. Ihr schreit, wenn ihr was seht, ha? Das Ruder? Das Ruder vom Ruderboot? Was soll damit sein? Hier steckt ein Bein im Gummistiefel. Die sind okay, oder? Die waren noch so ein bisschen kreuz und quer. No? Da sind Augäpfel in dem Topf. Die Lampe bei dem Toilettenhäuschen. Ja, die ist immer noch da. Chat, was ist das in der Tür? War das vorher auch schon so? Was soll das sein? Ein Henkel? Das war schon so? Echt? Hey Dev, moin. Wow, okay. Mein Fehler.
Ich bin blind. Mir fällt nichts mehr auf. Sorry, Chat. In der Küche, die Vase ist neu, weit rechts im Bild. Warte, die Pflanze gehört aber dahin. Das Auto hat eine andere Farbe. Na klar, das war doch blau. Chat, gut, 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 gut. Okay, okay, okay. Warum passiert hier so wenig? Was ist hier los? Diese Bücher gehören da nicht hin. Auf der Terrasse fehlt ein Stück vom Geländer. Waren die Cheesy Puffs nicht ein bisschen weiter rechts? Nee. Das Stück hier, Chat, das soll so, damit man hier runtergehen kann. Hier ist der Pfad, seht ihr? Hier sind Treppen und dann kann man hier so zum See. Oh, ja, seht ihr? Soll wirklich so. Mhm. Das hier ist neu. Dartpfeile waren vorher schon drin in dem. In dem Brett, ja. Auf der Zielscheibe. Ja, 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 ja. Lil Cupcake, danke für die 8 Monate. Hoffentlich geht's gut. Danke für den Resub. Chat, ich sag mal so. Easy life. First try wird das. Ne? Ja. Danke für den Follow. Herzlich willkommen. Da mal Urlaub. Im Idealfall ohne Anomalien. Träumchen. Ja, oder? So am Wasser. Bestimmt schön. Oh shit, der holzhackende Dude. Hätten wir noch ein bisschen abwarten sollen, was er macht? Trifft den Holzfäller. Okay. Ich habe halt Schiss, dass sie uns umbringen, wenn wir zu lange warten. Das wäre nicht so gut. Über dem Kamin war ein Schneidebrett. Ja, das ist in Ordnung. Das ist immer noch da. Das soll da sein. Oh, das Ruderboot verabschiedet sich. Tschüss. Sehen wir es von hier aus, wie es wegpaddelt? Ha ha.
Jetzt ist es wieder da. Okay. Okay, shit, wir machen sie jetzt abwechselnd. Nächste Anomalie müsst ihr finden. Danach muss die darauffolgende Anomalie ich. Mülleimer, sehr gut gefunden, Chat. Sehr gut gefunden, okay. Die nächste Anomalie gehört mir. Wir machen ab jetzt abwechselnd. Damit der Druck jeweils ein bisschen steigt. Ich guck nicht auf den Chat. Oh oh. Oh oh. Hä? Hier muss doch irgendwas sein. Oh oh. Chat. Vielleicht war das eine doofe Idee. Hier ist nichts mehr verändert. Die Stühle sind weg, die Stühle sind weg, die Stühle sind weg, die Stühle sind weg. Okay, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Jetzt seid ihr wieder dran, Chat. Jetzt habt ihr den Druck, jetzt habt ihr den Druck. Küchentopf. Okay, was ist mit dem Küchentopf? Hier ist die Küche. Was für ein Küchentopf? Sense? Oh ja, die ist falsch herum. Gut gesehen. Okay, ich bin wieder dran. Küchentopf war Fake News. Glaube ich. Da ist der Küchentopf hier. Bullshit. Alles gut. Okay. Abgrund? Ihr seid dran. Selbst wenn ich was sehe, halte ich die Schnauze. Oh, habt ihr nicht... Okay, ich gehe erstmal weiter, ich gehe erstmal weiter. Ich will keinen Druck machen, ich gehe erstmal weiter. Ja, ja, ja. Schon was gesehen? Nee? Okay. Ich meine, ist unser gemeinsamer Run, den ihr gerade riskiert, aber ich gehe erstmal weiter.
Hey, hier gibt's auch nichts zu sehen, wenn ihr mich fragt. Hä? Hey, oh, scheiße, ich kann hier gar nicht weg. Gut gesehen, Chat, gut gesehen. Okay. Ich bin dran. Die Dartscheibe gehört hier nicht hin. Das war einfach. Jetzt habt ihr wieder den Druck. Ja. Ihr seid gut. Okay. Ich hatte auch die einfache Dartscheibe. Das ist nur fair, dass ihr auch was Einfaches hattet. Mysterio. IFK ab. Die Hallo Leute. D. Hallo, danke schön für die 43 Monate. Hoffentlich geht's gut. Hallo. Okay, Chat. Ihr seid dran. Briefkasten fehlt? Wovon redet ihr? Was für ein Briefkasten, Chat? Das Licht? Okay, ja. Aber was für ein Briefkasten? Wovon labert ihr? Der Briefkasten ist hier vorne, der ist da. Dem geht's gut. Dem geht's gut. War schon immer so leer neben der Leiter? War's nicht. Hier war Holz, natürlich. Ihr seid dran. Okay. Okay. Gutes Auge. Wir haben ein bisschen übertrieben, die Geister. Ein ganz kleines bisschen übertrieben. Hätte man noch unauffälliger machen können, aber... Okay. Passt genau auf. Seht und staunet. Bisher ist noch keine neue Anomalie erschienen, denn das wäre mir sonst bestimmt aufgefallen. Immer noch keine neue Anomalie. Warte, die Dartscheibe ist weg.
Irgendwo hier, keine Ahnung, Dude. Am Baum? Ja klar, am Baum. Weiß ich doch, Mann. Klar, war das hier direkt am Baum befestigt. Die hing nicht in der Luft, Bro. Ich dachte, die hatte zwei Beine oder so. Keine Ahnung. Okay, ihr seid dran. Die Lampe im Living Room. Also ich habe etwas gesehen. Die Lampe im Living Room, die hier, die ist in Ordnung. Der Sessel wirkt vielleicht ein bisschen kleiner als normal. Welcher Tisch? Ja, gut gesehen. Hier, die sind verändert. Okay. Nice, nice. War das Licht über dem Herd immer schon an? Wovon redet ihr? Licht über dem Herd? Hier? Letzte Stunde. Herd, nicht Ofen. Oh, so, sorry. Kamin, Herd, nun ja. Okay. Wisst ihr was? Fürs Klugscheißen. Alle Augen jetzt. Wer hat mich verarscht? Wartet. Anna Banana hat ein bisschen auf die Kacke gehauen. Und Nelika. Da war sogar ein Lull mit dabei. Nur weil ich aus Versehen Herd und Ofen vertauscht habe. Okay, Nelika und Anna Banana. Ihr beide entscheidet jetzt über die letzte Stunde. Ich achte nur auf eure Nicknames. Ich achte nur auf eure... Und Chat, alle anderen, Klappe halten, okay? Damit es richtig peinlich wird für die beiden. Wenn der Mann stirbt, dann können wir alle so sagen, Anna Banana, und Nelika, habt ihr unseren ganzen Run getötet, Nicht reinreden, okay? Sagt ihr nichts vor. Alle Augen jetzt nur auf Anna Banana und Nelika. Ihr beide entscheidet jetzt über das Finale des Runs. Ihr beide. Chat, alle anderen, nur Punkte schreiben, okay? Okay. Und sobald sie verkackt haben, schreien. Okay. Wir achten nur auf Nelika und Anna Banana. So, Nelika und Anna Banana. Ihr wisst ja, wie das Spiel läuft. L-U-L-K-W. Ich gehe hier ganz gemütlich durch und achte nur auf eure Nicknames. Chat, ich will, wenn ihr irgendwer etwas sagt, ich mache richtig platt. Bär? Oh, okay, gut gemacht, Anna Banana. Hast du einen Bär gesehen? Das war aber auch sehr einfach. Mal sehen, ob dir die anderen Sachen in der letzten Stunde auffallen werden. Und Nelly kam mit dem Living Room, ja? Ja, da war der Bär im Living Room. Gut gesehen. Noch sind wir nicht fertig. Sind immer noch 50 Minuten, die ihr durchhalten müsst. Anna Banana und Nellika. Na, schon irgendetwas Verdächtiges gesehen? Distortion, stopp. Wo hast du Distortion gesehen? Distortion auf der Terrasse? Okay. Hier, ja. Distortion im Backyard, sagst du? Mal sehen, ob du recht hast, Nelika. Oh nein, leider daneben gelegen. Wertvolle Sekunden, die einfach so dahingezogen sind. Vorbeigezogen.
TikTok, TikTok. Gucken wir weiter, Nellika und Anna Banana. Schon irgendwas aufgefallen? Nicht? Oh, ich dachte, das war offensichtlich. Ich habe was gesehen. Ihr nicht, ja? Oh ja, ihr werdet den Run töten und dann schreiben wir alle Ich habe jetzt schon zwei Sachen gesehen. Nellika und Anna Banana. Ich habe schon zwei Sachen gesehen. Zwei Anomalien sind schon am Start. Oh, die Warnung, Anna Banana und Nellika. Ihr tötet meinen Run. Gebt euch mal ein bisschen mehr, yo. Ich kann nicht, Chat. Ich kann nicht. Hier sind lauter Köpfe, verdammt. Warum seht ihr die scheiß Köpfe nicht mehr an? Sauna-Köpfe. Und jetzt gehen wir hier ins Wohnzimmer und hier ist viel zu viel geacktes Holz, Mann. Mach du mir die Augen auf hier. Nicht, als ob ich mir meinen Run töten lasse. Okay. Hier, Tür geschlossen. Krawall, danke für die 28 Monate. Achso, meine Cam hat das verdeckt? Okay, sorry, meine Schuld. Die Köpfe hat mich gesehen durch meine Cam? Okay, sorry. Tut mir leid. Da waren lauter Geisterköpfe. War ein bisschen gruselig, aber... Jetzt sind sie weg, alles gut. Die Message mit der Warnung wurde schon abgespielt, das bedeutet... Wenn wir uns jetzt nicht zusammenreißen, könnten wir noch Game Over gehen. Ich glaube, hier hinten fehlt ein bisschen Kleinkram an der Mikrowelle. Die Pfeffermühlen und so. Nein, Schluss. Kein U mehr. Die Paddel sind okay. Bild hat sich kein einziges Mal verändert. Exit? Nein. Nicht? Wir gehen nicht Game Over. Wir haben's, oder? 8 Minuten. 7 Minuten. Brücke? Was für eine Brücke? Hier ist keine Brücke. Wovon redest du? Steg? Das ist okay, dass das so ein bisschen schräg ist. Das darf sein. Geschafft. Gute Arbeit. Das bedeutet, es bleiben nur noch 2 Maps, oder? Der Pool bleibt noch und das Hotel. Hotel ist unser Erzfeind, das kommt als letztes. Nächste Map wird dann der Pool. GG. Gut gemacht, Chat. Ich würde ja gerne wissen, wie viele Anomalien wir nicht bemerkt haben. Ja, schade, dass man das nicht angezeigt bekommt, ne? Stimmt. Pool ist cool? Stimmt. Wie spät haben wir es denn? 23.04 Uhr? Oh nein, Chat. Warum vergeht die Zeit immer so schnell?